Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Ja Leute, es geht steil immer weiter und immer weiter in dem Game. Und in der heutigen Folge würde ich sagen, schauen wir uns doch mal Samos näher an, was es hier alles so zu entdecken gibt. Ist keine große Insel, also denke ich mir, dass wir eventuell auf eine Folge durch sein könnten. Und jo, schauen wir einfach mal, was uns hier so erwartet, würde ich sagen. Machen wir mal das Bildmachgerät an. Servus Leute. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich hier an mit den Fragezeichen. Und ja, einfach mal alles abklappern und natürlich Materialien sammeln und so weiter, dass wir unser Schiff dann weiter aufwerten können. Und ich würde sagen, ich habe es zwar, glaube ich, schon öfters gesagt, aber wir müssen jetzt langsam schauen, dass wir mal die Kultisten und so fertig machen und die anderen mystischen Kreaturen noch. Die werden wir jetzt dann in den nächsten Folgen mal angehen, würde ich sagen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir auch bald mal an unsere Platin-Trophy kommen. Das ist ja eigentlich mein Ziel, dass wir Platin machen. Aber dafür wird es wahrscheinlich noch ein paar Stunden dauern, dass wir hier alles erledigt haben. Das wird nicht so einfach werden, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, Abflug dorthin. Ich wechsle mal die Waffe. Weil ich nämlich jetzt mal in die Trophäenliste reingeschaut habe, was mir denn eigentlich noch so fehlt. Und da war unter anderem dargestanden, dass ich mit jedem Waffentyp einen Hochleistungsangriff ausführen soll. Und ja, das müssen wir natürlich auch machen. Also, die nächste Waffe wäre dann die. Dann nehmen wir die hier. Speer, glaube ich, haben wir sogar schon gemacht. Da müssen wir dann mal schauen. Mei, was haben wir denn hier alles für Zeug? Ist ja Wahnsinn. Legen wir alle gleich fürs Material. Also ich heb nur noch das Legendary Zeug auf, das andere hebe ich gar nicht mehr auf. Weil es brauche ich nicht. Vielleicht wenn wir eine gute 54er ein Rüstungsteil kriegen, okay, das kann ich mir schauen dann. Also wenn es richtig höher ist, dann heben wir uns das natürlich auf, aber dieses 48er Zeug ist. Was soll ich damit? Das ist bloß Material, was ich verwenden kann. So, hier noch ein bisschen Zeug. Ich muss sagen, das Einzige, wo wir wirklich Mangel haben, ist Holz. Holz ist extrem Mangel, muss ich sagen. Und Geld auch. Wenn das Schiff ausbauen, kostet so viel Geld. Haben wir hier oben noch ein bisschen? Gut. Was haben wir denn hier noch? Ich habe da gerade nachgeschaut. Ah, da oben. Was ist denn das hier? Ah, ein Siegel. Da gibt es auch noch eine Quest. Da brauchen wir noch zwei von denen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, auf zur Inselerkundung. Da müssen wir eh schon bald, glaube ich, eine kleine Insel. Ein oder zwei kleine Inseln haben wir dann noch. Dann haben wir hier alles erkundet. Und in zwei oder drei Gebieten haben wir noch. Oh, Spider-Man. Spielst du Zeit leider nicht. Dann haben wir noch ein paar Aussichtspunkte auf den in den einzelnen Gebieten, die wir auch noch holen wollen. Dass wir praktisch alle Aussichtspunkte haben, alle Inseln aufgedeckt haben. Also so viel Nebenzeug ist es noch. Pirateküste. Was müssen wir hier machen? Wahrscheinlich wieder ein paar umlegen. Schatz plündern. Okay. Oh, warum brennt es hier?
Helmchen. Nee, der war schön aus, der Hund. Oh, der passt auf dich auf, oder was? Okay. Dann haben wir den Hochleistungsangriff schon abgeschlossen. Und wir wechseln die Waffe. Das machen wir jetzt alles nebenbei, würde ich sagen. Mit der Keule haben wir es auch schon gemacht. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den Speer. Okay, dann haben wir das hier auch durch. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich hier runter ins Dorf und dann können wir hier das auch gleich alles mitmachen. Warum habe ich zu wenig Energie? Hä? Aha, 100% Schaden, aber Gesundheit begrenzt auf 25%. Ja, das brauche ich nicht. Dann nehmen wir den hier. Und wir haben, glaube ich, noch den großen Zyklopen oder sowas. Den müssen wir auch noch machen. Da bin ich ja damals weggerannt, weil der war 10 Level über mir. Das war ein bisschen zu krass. Können wir ein bisschen Materialien auch noch farmen. Ich weiß nicht, ob die jetzt gezielt hat, der Hochleistungsangriff. Dann machen wir nochmal einen. Sicher, sicher. Gut, dann schnecken wir uns das hier. Na, nimm's halt. Nein, wir sind hier schon wieder los.
Jetzt war ich vorher gerade in der Stadt. Da ist ein neues Fragezeichen aufgegangen. Ich muss immer ein bisschen Holz mitnehmen. Sorry, Leute, dafür. Wenn ich immer so ein bisschen komische Wege laufe. Kriegsvorräte und Schatz plündern. Okay. Alter Abstand, Söldnerbrut! Hier werden Sie besonders wachsam sein. Okay, der dürfte jetzt gezielt haben. Gleich die nächste Waffe. So. Die haben wir es eigentlich schon. Mit der haben wir es auch gemacht. Das Einzige, was wir noch probieren könnten, ist einmal diese hier. Dafür können wir aber eigentlich eine... Über den hier. Noch ein bisschen was. Okay, wird es auch abgeschlossen. So, und dann geht's weiter. Hier in dem Gebiet haben wir soweit alles. Hier will ich auch nochmal rüberschauen dann. Da haben wir, glaube ich, schon knapp 80 Stunden Spielzeit. Ich muss sagen, mir macht es immer noch richtig Fun, also richtig geil. Ich glaube, es könnten sogar mehr Folgen wie Zelda Breath of the Wild werden. Das war bis jetzt das längste Projekt. Ruhepuff. Ja, ein bisschen verbuggt hier. Ein paar Streuer komme ich gar nicht ran. Schatzkammer des Hieraion. Kultistenwache erledigen.
Es läuft. Tempel der Hera. So, jetzt haben wir da oben noch im Schwarzwald was. Gehen wir noch gleich in den Schwarzwald. Falsch, einfach da schon die Richtung. Alter Schwede, willst du mir erzählen? Okay. Dann haben wir jetzt eigentlich von den Waffenarten hier erstmal alles durch. Machen wir noch mit dem Schwert, gehen wir auf Nummer sicher. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal hierher. Und dann müssten wir eigentlich eh schon mit der Insel soweit durch sein.
spricht an. Ja. Wird wahrscheinlich wieder eine Festung sein. Ah ne, eine Höhle. Ein Alpha-Tier wahrscheinlich wieder. Gefangenenbefreiung und Schätzplan. Drei Schätze. Ich denke mir, dass die ein bisschen größer sein wird. Oben sind auch schon Gefangene, oder? Bitte! Rettet mich! Ich dachte schon, dass ich hier sterbe. Mein Papa ist doch da. Und da ist auch schon... Fertig oder was? Oh, die war ja nicht groß. Ich habe eigentlich gedacht, dass die größer ist. Okay. Soll mir auch recht sein. Okay, Leute. Müsste es eigentlich gewesen sein mit der Insel? Jo, ist fertig. Also hier ist nichts mehr. Jetzt will ich nur noch schnell hier rüber, wenn die mir ganz komisch aussieht und die einen eigenen Namen hat. Insel Kradia. Die schauen wir uns an. Dann porten wir schnell hier rüber. Ich hoffe, dass da irgendwo ein Boot in der Nähe ist. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, dass wir da rüber schwimmen. Ja, komisch aus hier, der Eistee. Wir müssen uns abgesetzt hier unten. Wo
sieht's besser aus. So, der hier. Was, wie die? So, jetzt schauen wir doch mal. Da drüben ist die Insel. Also die müsste es auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, ob da überhaupt was ist, Leute, aber ich will da einfach mal schnell rüber gucken. 388 Midi. Mal schnell Icos. Und schauen wir, ob hier... Ah, da ist ein Boot. Ah, okay, sehr schön. Und Boot geht deutlich schneller. Boah, geil. Ich denke nicht, dass das Boot den Wellen standhält. Ja klar, ein bisschen darüber, Mensch. Müssen wir zielen. So, ist hier was? Gibt's hier was? Ja, hier gibt's was. Sonst noch was? Nee. Nur so ein komischer Kleierstein oder wie der hieß. Das ist hier nichts. Nee, das ist ja nichts. Okay, aber wir haben sie aufgedeckt. Obwohl da nicht mal was gekommen ist. Okay. Dann haben wir das so fertig. Die haben wir schon. Die haben wir auch soweit durch. Außer Quest rein halt noch. Kos wäre jetzt noch da. Afana haben wir schon. Und Milos wäre auch noch da. Aber was mich jetzt... Was hier komisch ist, wir haben hier auf jeden Fall... Eine Eroberungsschlacht wäre da. Weil der Schmiede hier wäre der... Blitzbringer. Okay, wir schauen mal zu den Quests. Wir haben die Sphinx noch. Okay, den Speer. Spartanische Siegel, okay, die haben wir auch noch. Sammler Athena-Siegel. Eieiei. Okay, wir müssen noch Festung machen, auf jeden Fall. Blitzbringer. Finde und töte Styropes. Der wäre ja gleich hier drüben. Wollen wir den vielleicht mal machen? Kos können wir uns später anschauen und Milos auch. Sind bloß die zwei Inseln, dann sind wir hier durch eigentlich. Weiß nicht, ob es hier oben noch weitergeht, aber ich glaube nicht, weil hier ist alles ausgegrenzt. Also es ist nicht mehr viel. Hier haben wir noch einen Aussichtspunkt, den wir nicht mitgenommen haben. Hier haben wir noch einen. Also rein von den Aussichtspunkten sieht es auch gut aus. Thank you.
Also Fragezeichen. Hier haben wir noch ein Schiffswrack, okay. Okay, das ist dann alles, würde ich sagen, später dann bis zur Platin-Trophäe. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Wir machen erstmal so ein bisschen die Nebendinger noch. Ich werde die Quests und sowas. Okay, ich würde sagen, wir porten mal zur uralten Schmiede und dann schauen wir uns doch mal den Styropis an. Vielleicht können wir den ja snacken. Ist es der Zyklop? Kann das sein? Die man schon mal angeguckt hatten. Die leveln ja, glaube ich, mit im Level. Finde Tüte Styropis. So, okay. Wir schauen nochmal in die Waffen rein. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Ah, wir haben einen Bogen auch noch. Können wir mit ihm auch noch Hochleistungsangriff machen? Ich glaube schon. Das ist eine andere Quest. Jedenfalls hier ist der Zyklop, das weiß ich. Auf die Insel hier. Ich glaube, das ist eine andere Quest. Den Zyklopen können wir dann auch gerne noch machen. Wenn wir schon hier sind. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt wirklich mit den Dolchen angefreundet. Du musst zwar extrem nah dran sein, aber die sind so schnell, machen so viel Schaden. Das ist echt heftig. Ah, das ist schon. Ich glaube, das ist schon der, oder? Aber hier, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Jo, Leute, das ist der Zyklop. Ich würde sagen, wir speichern aber nochmal. Den haben wir damals mal probiert und waren eigentlich auf 2 Hits waren wir, dann war es vorbei mit uns. Ich hoffe, das sieht jetzt anders aus. Niemand darf mich entdecken. Alter, was macht denn der? Ja.
Alter, resettet der, oder was? Komm her, muss ich jetzt so machen. Schaden geht aber. Ich werde in die falsche Richtung haben. Nice! Haben wir einen richtig schönen Bogen bekommen. Und eine Trophäe, Blitzstab. Oh, der ist hart, der Bogen. Können wir hier noch was machen? Hier können wir sogar was machen. 1135. 1135. Eigentlich scheißegal, was wir machen. Okay. Wir nähern uns langsam das Schiff auch komplett voll ist. Jetzt schauen wir hier noch rein. Aber hier ist nichts, oder? Okay. Ich finde, der war jetzt nicht schwer. Der hat bloß viel HP, mehr nicht.
gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Sieht aber nicht so aus. Okay. Bucht von niemandem. Okay, könnten wir auch hinreisen, aber was wollen wir da? Schieße alle Festungsziele ab. 10 von 15. Plündere die Truhe. Okay, das können wir noch machen. Die laufen nebenbei mit, weil die Festung müssen wir sowieso noch machen. Eigentum. Melde dich bei der Kontaktperson Kira in Fokis. Schauen wir doch mal. Fokis. Fokis ist da vorne. Okay, dann gehen wir doch mal hier hin. Und ich glaube, die Aussichtspunkte, Leute, die werde ich dann offscreen machen, weil es ist ja bloß eigentlich der Hinreisen, schnell den Aussichtspunkt machen und ich glaube, dass es jetzt nicht so spannend ist. Das mache ich dann mal offscreen. Und die, weiß nicht, die Festung, ob ich die vielleicht auch offscreen mache, weil die dauern halt immer gleich 20 Minuten oder so. Das ist eigentlich nur Geschnetzel. Und Schätze auch was sollen, mehr ist es eigentlich auch nicht. Also nichts Story-lastiges, sag ich mal. Okay. Und dann schließen wir die Quest ab. Was war denn das für eine Quest? Das weiß ich gar nicht mehr. Haben die vielleicht nebenbei gemacht? So, reden. Ich danke dir. Wieder eine Quest weniger. Hier haben wir auch noch so viele Fragezeichen. Scheiß. Wir hatten irgendwas in Café Lenia noch an Quests. Irgendwas habe ich da gelesen. Wo ist das Sphinx? Na, das war's nicht. Produzieren wir besser den Speer auch nicht. Silberinseln. Fallobst. Okay, das sind die Festungen. Wo war denn das? Welt? War das da drin? Nee. Odyssee war Sphinx. Artefakte, Speer. Wir haben eigentlich nicht mehr so viele Quests. Wir haben jetzt noch 8 Quests eigentlich bloß noch. Und warte, irgendwas habe ich doch gelesen gehabt.
Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch einen Cut an der Stelle. Und wir schauen mal auf die Karte, was wir als nächstes machen könnten. Hier müssen wir auch noch hinreisen. Dann reisen wir jetzt gleich mal hin. Was ist das für eine Quest? Übungskämpfe mit Roxana. Was ist das für ein Scheiß? Aber wir haben noch ein unentdecktes Gebiet, habe ich gerade gesehen. Oder war das in der Trophy-Liste, dass ich da was gelesen hatte? Komm, wir schauen mal schnell. Trophäen. Hauptspiel 62%. Sollen wir mal schnell gucken. Irgendwas war mit Kefelenia, ja? Kind Poseidon schießt alle Unterwasserwelten ab. Okay. Versteckte, war das die hier? Verbessern Spiel auf Rang 6? Nee. Töte alle Kultisten. Oh, genau. Hole das Auge des Zyklops von einer Ziege auf Kefelenia zurück. Hole das Auge eines Zyklops. Hole das Auge des Zyklopen von einer Ziege auf Kefelenia zurück. Was wird denn das sein? Kein Plan. Okay. Hier ist auch gleich ein. Ach komm, den legen wir auch gleich um. Wir auch noch 4 von denen. Die sind ja relativ schnell gemacht, sag ich mal. Ich bin Held noch genug. Vielleicht kann ich deine Heldin sein. Ist das so? Diese Schlacht? Die Schlacht der 100 Hände. Ich töte aus beruflichen Gründen. Und das ist die richtige Einstellung, das lasse ich. Sagen wir mal, ich wollte in der Schlacht der 100... Dann kämpf gegen mich und erweise dich... Du hast es so gewollt. Aber bitte nicht heulen. Komm schon, Seltenerin! Streng dich wenigstens an! Du sollst mich fordern! Nicht schlecht! Okay, ich war Heldin. Die Schlimme! Das tat weh! Oh. Es ist süß, wenn du zornig bist. Was? Ich bin nicht zornig! Natürlich nicht!
doch lächerlich. Ganz ehrlich. Lass mich in Ruhe. Du kannst gerne wieder aufs Schiff kommen, du Bitch. Anscheinend bist du die Heldin, nach der ich gesucht habe. Eine echte Spartiate, nicht wahr? Das stimmt. Man erkennt es an deinem Kampfstil. Aggressiv, aber beherrscht. Mein Name ist Roxana. Cassandra. Als nächstes steht Bogenschießen auf dem Programm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dieser Eifer. Nun, eine Ladung Wölfe hat ganz in der Nähe Schiffbruch erlitten. Sie sollten in der Schlacht zum Einsatz kommen. Doch jetzt sind sie unsere Übungsziele. Gehen wir jagen. Wäre cool, vielleicht kriegen wir die aufs Schiff. Wir sind in sicherer Entfernung. Lass uns die verfluchten Wölfe schießen, bevor sie sich die hiesigen Kinder holen. Mal sehen, ob ich vielleicht das ein oder andere von dir lernen kann. Es ist schön mit dir hier draußen. Nur wir beide allein. Ja, ja, lass uns. Ist das so? Unser Übungskampf hat viele Zuschauer angezogen. Dann wird es dich freuen, dass der Rest unserer Übung privater abläuft. Dann mal los. Ich könnte ein paar Pelze brauchen. Eine wahre Heldin. Ich wusste es. Halt den Bogen bereit. Oder nicht? Ja, töte sie. Wie fandest du den? Unsere Schießübungen hatte ich mir anders vorgestellt. Die Wölfe sind tot. Das ist alles, was zählt. Wenn du es sagst. Wie viel muss ich noch üben, bevor ich an der Schlacht teilnehmen kann? Was? Willst du nicht mehr Zeit mit mir verbringen? Die Zeit mit dir war wirklich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag nichts. Auf eine seltsame Art erkenne ich mich selbst in dir. Ja. Wir kennen uns erst so kurz und haben doch eine Verbindung. Du bist ein einmaliges Geschöpf. Es fehlt noch ein Schritt in unseren Übungen. Wohin? Zu mir. Du bist ein Poppenmensch. Sollen wir weitermachen? So, jetzt sind die Kinder von Hydria vor hungrigen Wölfen sicher. Können wir jetzt weitermachen? Du scherzt, aber sie waren eine echte Gefahr. Deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Und mit deinen Taten hast du den Menschen hier geholfen. Also, sollen wir die Übungen abschließen? Wir haben noch einige Dinge vor uns. Beim Üben? Oder miteinander? Wir hatten so viel Spaß. Wir haben gekämpft, Wölfe gejagt.
Und weiter? Die nächste Übung wird dir sicher gefallen. Ja? Wir machen einen Wettlauf. Wer zuerst am höchsten Punkt der Insel ist, gewinnt. Super. Ich bin bereit. Ein Rennen zum höchsten Punkt? Ja, das Plateau auf der anderen Seite der Stadt. Wenn ich lossage, beginnt das Rennen. 3, 2, 1, los! Muss ich hin, Mitch? Ich dachte, du wärst schneller. Genieße die Aussicht! Soll ich langsamer laufen? Mit der Ausrüstung. Man vergisst leicht, wie wunderschön es hier ist. Wenn man sich so hart vorbereitet, meinst du? Bei all den Übungen kommt der Spaß zu kurz. Ich sehe doch, dass du mir etwas verschweigst. Vielleicht. Hier oben erinnere ich mich daran, im Jetzt zu leben. Ich verstehe, was du meinst. Wenn du Barnabas sagst, dass ein Seeungeheuer in deinem Ohr lebt, würde er es glauben. Klingt nach einem echten Dummkopf. Eigentlich ist er einer der ehrlichsten Menschen, die ich kenne. Das da ist die Insel Melos, wo so viele Krieger den Tod finden. In der Schlacht müssen wir vielleicht gegeneinander kämpfen. Und nur eine kann überleben. Ich dachte, du kommst her, um im Jetzt zu leben. Und wie findest du diesen Moment? Nehmen wir uns mehr als einen Moment. Musst du so viele Schichten tragen? Das gehört zum Beruf, schätze ich. So lustig. Dann heißt es wohl Abschied nehmen. Bis zur Schlacht, meine ich. Machen wir es nicht unnötig schwer. Eins lässt mir keine Ruhe. Wir müssten die Schwerter nicht kreuzen. Du müsstest genauso wenig wie ich an der Schlacht teilnehmen, doch du wirst. Das stimmt. Leb wohl, Roxana. Nimm doch mit aufs Schiff, Mensch. Gehört zu unserer Crew. Pist. Gut. Dann holen wir uns noch den Aussichtspunkt. Den unentdeckten Ort, meinte ich. Schauen wir uns da noch was. Dann haben wir die Insel auch abgeschlossen.
Aber es ist ziemlich vulkanisch hier. Ein Siedergipfel, Alpha-Tier legen. Okay. Ja, schön. Gut, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir aber einen Cut an der Stelle und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir werden vielleicht mit den komischen Viechern weitermachen. Mit den... Oh, hier war ich auch noch gar nicht. Was ist denn hier los? Ist die neu? Ah, Melos. Ja, die haben wir gesagt, die brauchen wir noch, gell? Genau. Wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht, Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.